Willkommen aus der digitalen Natur. Ich bin der Professor und da auf dem Traktor steht Easy. Mahlzeit. Ja, und wir spielen jetzt hier unsere erste Folge Landwirtschaftssimulator im Forstbetrieb. Also, es kam zwar schon einige Folgen, aber wir haben jetzt gedacht, komm, wir fangen eine neue Staffel an. Wir machen jetzt wirklich mal ernst und wir spielen wirklich hier ja den Landwirtschaftssimulator so, wie den viele noch nicht gespielt haben, und zwar in der reinen Forstedition. Wir werden also einen Wald fällen oder ein paar Bäume fällen und das Ganze spielen wir auf der Karte Lossberg. Die ist jetzt im Moment raus. Ich kann die jetzt mal öffnen. So. War doch Lossberg, ne? Ja, ja. Mehrere bei Lossberg, genau. So, und da sehen wir, wir haben hier das Feld 40, 41 und 42 hauptsächlich. Und man sieht überhalb des Feldes 41 einen kleinen Wald und auch unterhalb des Feldes 40 einen Wald. Und ja, wir haben jetzt gedacht, komm, wir wollen ja den reinen Forstbetrieb hier machen und die Map ist ein bisschen klein und der Wald war uns ein bisschen zu klein. Deswegen haben wir hier auf dem Feld 41 einen riesigen Wald gepflanzt. Vielleicht wollen wir mal reingehen, Easy? Ja, ich komm, ich folge dir unauffällig. Ja, ich muss dazu sagen, es kann zu leichten Lags führen, hin und wieder mal. Das regelt sich aber eigentlich auch mit der Zeit, wenn das alles nachgeladen hat, weil wir hier einfach viel zu viele Bäume gepflanzt haben, Easy. Ach, das meinst du nur. Das, ja gut, eigentlich doch, hast recht. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du einmal am Fahren bist. Ja, komm. Die ganzen Bäume. Wir wollten ja auch, dass das wie so ein richtiger Wald aussieht. Und das Neueste oder das richtig Coole dabei ist, wir haben hier auf dem Feld vorher Gras gepflanzt und jetzt überall, wo wir Wege machen wollen, grubben wir einfach den Boden, sodass wir da unsere eigenen Forstwege bauen können und gucken, welche Verbindungswege wir hier drin schaffen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch schon einiges geplant. Gucken, ob wir das auch alles so durchführen können. Ja. Ich würde sagen, als erstes wollten wir ja mal so eine Schneise hier in den Wald reinschlagen. Genau, wir wollen erstmal den Lagerplatz hier ein bisschen vergrößern und dann Richtung Norden uns vorarbeiten. Und natürlich fangen wir erstmal mit der guten Stielkettensäge an. Und werden uns dann womöglich relativ schnell versuchen, Harvester zu kaufen oder zu mieten oder so. Ja. Damit wir hier einigermaßen vorwärts kommen. Wir haben wirklich alles vor. Das heißt, wir werden per Hand Holz schneiden. Wir werden den Harvester uns holen. Und wir werden natürlich auch Hackschnitzel herstellen mit dem Jens-Hacker. Also wir können hier richtig loslegen. Und man muss dazu sagen, wir haben wirklich geübt. Das heißt, wir sind relativ gut geworden mit den ganzen Maschinen hier. Ja, und wir haben das hier auch als Grundausstattung gewählt. Ja, einmal ein Fendt Vario 700. In grün. Das ist natürlich deiner. Das ist natürlich meiner. Und dann haben wir hier einen Lamborghini noch. Ja. Was sein muss, das sein muss sein. Also. nee, finde ich super. Wir haben uns halt ein paar größere Traktoren für den Anfang gegönnt, weil wir ja im Multiplayer spielen und dort braucht einfach jeder seinen eigenen Traktor. Und so ein Lamborghini macht ja auch schon ganz schön was her, muss ich sagen. Ja, du hast dich gerade was erinnert von meiner Arbeit. Da war ein, der rollt das ja auch immer so auf amerikanische Weise. Traktor. ich muss mich gerade entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Okay, können wir fortfahren? Ja, würde ich sagen. Also ich fahre mal weit rein. Außerdem haben wir hier noch so einen Ballenwagen. Ja, den haben wir jetzt noch gar nicht verkauft. Den hatten wir benutzt, um die Paletten zu transportieren. Aber ich glaube, den kann man mal immer gebrauchen, um Sachen zu transportieren. Ist auch ein Mod. Dann haben wir hier den Rückewagen von der Firma. Also, nee, warte mal. Steidel und Palfinger, ne? Genau, Stepa. Rückewagen. Das ist jetzt das kleinste Ding für den Anfang. Jeder kennt das. Hat einen kleinen Kran, den werden wir relativ schnell austauschen. Ne? Ja, das war ja quasi meine ersten Versuche, die ich da hatte. Und in den ersten Folgen, wo ich so kärglich gescheitert bin. Ja, es war wirklich erbärmlich, muss man auch mal so sagen. Ich danke dir für dein Vertrauen und deinen Zuspruch. So, aber wie gesagt, wir haben ein bisschen geübt. Wir werden jetzt auch wenig mit dem Stepa-Rückewagen arbeiten, sondern eher
hier mit der Poltergabel, die wir an den Traktoren haben. So, und dann fahren wir mal rein in den Forst, ne? Ich bin schon drin, aber du kannst ja hier drin schon mal anfangen, aber ich werde direkt mal hier vorne den Weg ein bisschen verbreitern. Ja, wir müssen uns sowieso Gedanken machen, wie wir das jetzt hinkriegen am besten. Ist alles noch ein bisschen eng. Ich glaube, ich fäll erstmal, oder? Ja, ich bin auch gerade schon dabei, den ersten Baum hier zu erregen. Denk dran, immer sagen Baum fällt, wenn der Baum fällt. Sicherheit, ja, und so, ne? Sagt der mich letztens fast überfahren hätte in der Folge. Baum fällt halbwegs. Also hängt der jetzt im anderen Ast drin oder ist er umgekippt? Baum fällt bei mir auch nicht. Kann es sein, dass wir die wirklich zu nah aneinander gepflanzt haben? Also bei dir steht er ja wenigstens noch halbwegs. Komm mal rüber zu mir. Warte, ich säg noch einmal. Jetzt bewegt sich was. Ja, nein, ja, nein, ja. Nein! Weg. Nein, mein Schulter! Das ging nochmal gut. Der hat sich hier im Baum verhakt. Ja, nein, der Hänger, warte. Fahr mal den Hänger weg. Oh nein, das fängt ja schon richtig peinlich an. Ja gut, man muss natürlich sagen, du hast natürlich nicht so ein extremes Gefühl wie mit der richtigen Kettensäge, ne? Ja, in echt hätte ich den Baum sicherlich besser gefällt. Ja, und jetzt? Das ist so ein Witwenmacher. Den lässt man eigentlich liegen, den versucht man... Warte mal, ich versuche den mal ein bisschen rauszuziehen, vorsichtig. So. Ey, das ist ja... Ja, perfekt. Sehr gut. Pass auf hinter dir. Sehr gut. Der ist noch halbwegs gut gefallen. Komm mal zu mir rüber. Hier bei mir wackelt das immer so ein bisschen. Also ich habe stabile Frames, aber... Ich glaube, der berechnet diese Kollision von diesen dummen Bäumen. Müssen wir mal schauen, ob das so geht. Das wird ja halt besser, aber bei mir hängt der wirklich sehr gut. Ja, da darf man nicht drunter hergehen, ne? Wo hängt der denn drin? Weil dann fällen wir den Baum auch eben. Ich guck mal, ob ich den so gefällt bekomme. Hier, in den. Jetzt müsste er schon wieder runterfallen, theoretisch. Wenn ich einmal durch habe. Ja? Er kommt? Okay. Ah, siehst du? Okay. Gut. Na. Also jetzt habe ich... Geht der bei dir auch so komisch? Wie bitte? Na warte, ich muss noch kurz was testen. Also irgendwie... Der Beide ist viel zu dicht, wir hätten irgendwo vorne anfangen müssen. Aber jetzt sind wir schon dabei, also... Ich fange mal an, den ersten Baum zu entasten. Du kannst den hinteren ja schon mal dir vornehmen. Ja, ich habe den jetzt auch schon entastet. Wir haben auch so einen Mod drauf. Hier so ein Metermaßband. Ich glaube, Alt und rechte Maustaste, genau. 5 Meter oder so, ne, waren das bei dem Anhänger. Bei dem Anhänger, ja. 5 Meter, ne? Ja. 2, 3, 4, 5 ungefähr, plus minus. Aber wenn das Bild so ein bisschen wackelt, das wird noch besser, wenn wir ein paar Bäume gefällt haben. Also es ist wirklich komisch. Ich weiß nicht, ob die Engine das vielleicht nicht mitmacht, so viele Bäume auf einen Haufen, weil der Rechner, der macht das eigentlich problemlos mit, der langweilt sich noch. Du kannst ja wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir arbeiten dran, dass es besser wird. Genau. So 5 Meter, dann bei 10 Metern Schnitt. Viele Bäume passen da jetzt auch gar nicht drauf, ne? Wenn ich mir das so angucke, das sind ja richtig große Bäume. Und da werden wir auch gut gepflanzt und gearbeitet, ne, da dran. Ja, wir werden auch gut Geld machen. Ja, das ist ja das primäre Ziel daran, ne? Genau. Wenn wir erstmal den Harvester haben, was meinst du, wie schnell das dann geht? So. 25. Und dann nochmal bei 30. Ja, und wir können natürlich auch dann später gucken, ob wir irgendwie so einen Haufen machen. Also die Bäume irgendwo auf einen Haufen hier erstmal sammeln. Oder dann gucken, dass wir die sortieren. Die dicken Stämme nehmen wir dann mit zum Sägewerk. Die dünnen, die verarbeiten wir zu Hackschnitzel, wie auch immer. Mhm. So.
Im Moment ist das auch, glaube ich, noch für die Zuschauer ein bisschen anstrengend hier zwischen den ganzen Bäumen mit der Kamera. Pass mal drauf. Ja, mach mal die Stützen runter. Stimmt, könnte ich auch mal machen. Du ja. Kippst da gerade irgendwo weg. Ja, das hätte sich jetzt geregelt, wenn du was draufgeschmissen hättest. So. Ja, ich schätze mal, das kann halbwegs so stehen bleiben. Dann kann ich nämlich abkoppeln und meine Sachbäume hier vorne holen. Die natürlich sehr ungünstig liegen. Ja, wenn ich den Baum hier weg habe, dann können wir auch den woanders hinstellen, den Wagen. Das war jetzt doof, dass der hier hingekippt ist, weil der erste Schnitt wieder nicht den Baum zum Umkippen gebracht hat. Ich habe herausgefunden, man muss leicht schräg machen, man darf aber auch nicht zu leicht. Also man muss schon ordentlich Schräge reinbringen, aber auch nicht zu viel. Ist so ein Fingerspitzengefühl. Mann, ich hatte mich gerade sowas von dermaßen blöd im Boden verhakt. Und ich kam nicht mehr raus. Das ist sehr blöd gewesen gerade, also. Ein bisschen nach hinten ziehen, dass ich ein bisschen arbeiten kann. Aber wenn wir später dann, wir wollen das IT-Runner-Pack, das haben wir jetzt auch schon runtergeladen. Das wollen wir dann später dafür nehmen und da können wir 7 Meter lange Stämme draufladen. Da kriegen wir dann auch mehr Geld vom Sägewerk und wir können vor allem viel mehr Stämme draufladen. Also der Anhänger hier ist ja gleich schon voll. Mhm. Bist du. Oh. Weil du den jetzt rausschmeißt, schmeiß ich meinen drauf. Ja. Und dann. Ja, ist ja wieder halbwegs Platz dann. Aber genau. Ich muss sagen, es läuft. Ja, mit der Poltergabel ist das auch richtig einfach. Weil das Problem ist, der Kran, dieser Palfinger-Kran, der funktioniert eigentlich ganz gut. Aber der hält die Stämme nicht richtig. Also irgendwie. Ich mag den überhaupt nicht. Es geht also. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, noch ein bisschen nach vorne und ein bisschen so. Ja, bei so einem Kran denke ich, da kann ich bestimmt ein Bündel Stämme mitnehmen, aber Pustekuchen, die machen sich selbstständig da drin. Ja, es hat. Ja, wie soll man sagen? Am Anfang so ein bisschen blöd von der Engine her. Auch gemacht, aber. Ich glaube, ich habe mich irgendwie zersägt. Der ist länger als alle anderen, den ich jetzt habe. Ja gut, passiert, ne? Aber. Kommt halt hinten so eine kleine Weste dran und gut ist. Ja, genau. So. Es ist so dermaßen eng hier, ne? Auf dem Weg einen Baum aufzusammeln ist gar nicht mal so einfach. Ach, warum habe ich überhaupt das Hilfefenster noch eingeschaltet? So. Das schon mal ganz gut aus, so. Also. Was mich auch mal interessiert hat, so ist, wie das jetzt. Es gibt ja auch noch diese Snow Edition, also diese Schnee Edition davon, wo du den ganzen Tag nur den Schnee wegflügst. Wegschiebst. Das wäre auch mal eine interessante Sache, aber das passt hier nicht so ganz hin. Meinst du beim Farming Simulator? Ja. Ist das ein Mod, ne? Müsste eine Mod sein, glaube ich, ja. Ja. Nein, doch, passt noch geklappt. Aber ich glaube, die Mod gibt es noch nicht für den LS17, oder? Weiß ich, bei manchen habe ich es gesehen. Ich habe jetzt noch nicht so drauf geachtet. Ich bin ja jetzt auch nicht so der übertriebene Farming-Spieler. Dass ich mich da jetzt mit allen Mods ganz genau auskenne. Ach du Scheiße. Aber müssen wir mal gucken. Du hast ihn ein bisschen zu weit geschmissen. Ja, bei mir wackelt auch das Bild so ganz komisch. Also, das ist eine ganz komische Sache. Also manchmal. Wir haben hier einfach viel zu viele Bäume gepflanzt. Also ich habe eine stabile Framerate. Mein Rechner hat auch genug Power dafür, aber irgendwie scheint die Engine so einen kleinen. Oder ist das der Multiplayer, der gerade hier so rumwackelt? Das kann natürlich auch sein. Nimmst du auf? Sehr gut. Ja, wir warten einfach mal ab. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Bäume, die wir fällen können. Ja. Und wenn es dann besser wird mit der Zeit, nee, beim Bescheid. Beim Laufen, so beim Seitwärtslaufen und so. Manchmal.
hätte jetzt gesagt, wenn das sowas wie Minecraft ist, da hast du die Gehbewegung an, aber... Nee, nee. Passt der hier nicht. Guck mal, wenn ich aus dem Wald rausgehe, läuft alles wieder flüssig. Ich glaube, das liegt echt hier, wir haben einfach zu viele Bäume gepflanzt. Spätestens wenn wir den Harvester haben, sollte das kein Problem mehr sein. Okay. Ist ja auch jetzt, also, ein bisschen noch, dann haben wir die Bäume... was? Da. Dann haben wir die Bäume auch weg und dann passt das schon wieder. Ja, ja. Ja. Fällt der mir immer aus der Hand. Die fallen meistens, wenn du irgendwo ganz leicht anlegst, dann fallen die schon aus der Hand. Ich muss da gerade mal kurz drüber fahren, das tut mir leid. Ja, ich gehe in Deckung. Der hat aber auch riesige Räder, ne? Der Lamborghini. Okay, ist aber auch was schneller. Der muss ja auch was besser bereifen sein. Der braucht Grip. Ja, der hat auch eine große hier ein Frontlader von der Firma Stoll, einen großen, damit da können wir auch höhere Sachen beladen. Ja, Gott, das Coole an dem Lamborghini ist, ich meine, kannst dich mal kurz reinsetzen, dass die Leute das auch sehen. Ja. Du hast halt auch das Dachfenster. Das ist halt, wenn du so was auf höheren Ebenen arbeiten musst, wie höhere Anhänger und sowas. Das ist natürlich ein mega Vorteil, weil du kannst nach dem Dach rausgucken, wenn du sie ganz hoch hebst. Ja, klar. Das ist richtig gut. Ich behalte den. Yeah. Ich kauf den eigenen. Nee, ich bin mit dem Fendt voll zufrieden. Ja gut, den hatte ich bisher noch nicht, den Fendt. Also guck mal, dass ich die Baumstämme jetzt erstmal zur Seite schiebe. Ja, vielleicht können wir die auch mit dem Kran hier aufladen, wenn... Ja, wie gesagt, ich schieb die jetzt erstmal so weit auf Seite, dass die, dass wir auch rauskommen überhaupt. Ja. Soll ich noch einen Baum fällen? Das kannst du tun. Lass ich dahin kippen. Geplant oder kippt der auch dahin? Ja, ja, der kippt dahin. Baumfeld! Oh wei. Okay, ja, jetzt hat das bei mir auch gleich gehangen, also... Das liegt da noch ein bisschen an der Engine, denke ich mal, dass er ein bisschen am... Glaube ich auch. ...berechnen ist. Mann, jetzt hängt er schon wieder in den Bäumen. Oh, jetzt gehe ich gerade einen Baum hoch. Ja. So. Ich hol mal kurz die, das Ding, um die Wurzeln zu entfernen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wurzelfräse. Stammfräse. Dann können wir nämlich den Weg hier vorne mal zu Ende frei machen. Ich fäll dir jetzt einfach die Bäume hier. Ja, das darf ich eigentlich nicht machen, ne? Da fällt der mir auf den Kopf. Was denn? Wenn ich mich hier drunter stelle, den Baum fäll. Ja, sollte ich normalerweise nicht. Ich renn ganz schnell weg. Ah, sieht keiner. Ja, natürlich. Dem Praktikanten Bescheid sagen, der soll das machen. So. Ach, der ja, hängt natürlich in dem Laubbaum drin. Kann ich da hochklettern? Da kann ich hochklettern. Testen kannst du es ja mal. Okay, der Ast da, der muss weg. Ja. Ja, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Easy, Baumfeld. Ja, ich sehe das hier. Tatsache, da ist was umgefallen. Der ist auch ein bisschen tiefer gekommen, aber jetzt hängt er in dem nächsten Baum schon wieder drin. Das mit dem Klettern ist auch eine schöne Sache, nur jetzt hänge ich hier komplett so. Wo hängt der denn? So. Wo hängt der denn jetzt? Stammfräse ist... hat ihre Arbeit getan, der Weg ist wieder frei. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich will doch nur auf den Baum klettern. So. Gut, ich meine, so werden ja manche Bäume auch gefällt, ne? Ja, aber ich komme hier einfach nicht weiter hoch. Mein Charakter ist zu fett. Hat sich jetzt voll verausgabt. Ja, wird nix. Okay. Jetzt kann ich nur versuchen, den mit dem Fendt irgendwie ein bisschen rauszuziehen. Ich komme wieder rüber. Jetzt haben wir aber zumindest mal einen vernünftigen Weg hier, der etwas breiter ist.
Boah, was ist denn hier groß? Ja, ich habe jetzt drei Bäume gefällt. Ja, ich entaste. Machst du noch irgendwas oder ja, kannst du entasten? Kannst du auch entasten, ich bin auch schon dabei. Vielleicht treffen wir uns in der Mitte. Aber für mich war es immer das Beste, geduckt am Baum entlang zu gehen. Bei mir passt das so eigentlich halbwegs. Schon mal groß, ne? Ja. So. Das sieht doch gut aus. Auf jeden Fall. Hier mit dem. Wie voll ist denn der Anhänger schon? Ich würde sagen, halber Baum passt noch drauf. Und dann bringen wir den schon in der nächsten Folge weg. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich, wir versprechen, dass das mit den Bäumen besser wird. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass die, dass das auch so viele sind. Das sah, als wir die gepflanzt haben, nicht so viel aus. Aber gut. War noch ziemlich klein. Ne? Man muss dazu sagen, wir wollen ja realen Forst machen und die meisten Wälder, die ich kenne, sind auch wirklich so dicht. Es könnte ja jetzt hier so irgend so ein kleines Wäldchen sein, was ein bisschen vernachlässigt wurde und jetzt möchte die Stadt da das Holz raus haben und da sind, ja, ich weiß auch nicht, ist das normal, dass Wälder so dicht sind? Ja, ne? Normalerweise, ja, also wenn ich mal öfter, ich weiß nicht, sagt jetzt Hohe Fenn was? Nee. Also direkt an der belgischen Grenze, Hohes Moor und so, und da sind auch sehr viele dichtere Wälder, also noch um einiges dichter als die hier. Ja. Was uns fehlt, das wäre eigentlich auch mal eine schöne Mod, wäre eigentlich so ein Greifzug, wo du quasi mit Ketten arbeitest. Ja. Dass, wenn du so ein Ding umkippst, du eine Kette anschrägst und quasi den Baum rausziehst. Aber das. Genau, das wäre super, ne? Im Windenmodus gab es damals schon mal. Beim LS15, glaube ich, gab es. Und beim LS13, beim LS15 Forstmod. Oder LS13 Forstmod. Gab's das und vor allem gab's da auch eine sogenannte Rückezange. Oh, das, ja. Also, wenn ihr noch Vorschläge für Mods habt oder für Modifikationen habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wir müssen jetzt Feierabend machen, die Folge ist schon viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die nächste Folge läuft wieder bei Easy Six auf dem Kanal. Schaut rein. Das bin ich. Macht's gut, tschüss. Ciao.